Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suero und es handelt sich dabei um Brothers, A Tale of Two Sons. Bedeutet so viel wie Brüder und die Geschichte zweier Söhne, so in etwa. Ist ein Indie-Game, wird gespielt auf der PlayStation 3. Ist ein eher kurzes Game, so wie ich das gehört habe. Es soll also so zwischen 2 und 3 Stunden etwa bewegen. Ich gucke hier gerade mal, während ich noch ein bisschen weiter erzähle, schon mal in die Hilfe und Optionen rein. Soll eine sehr herzergreifende Geschichte erzählen. Ich bin schon sehr gespannt. Interaktion mit dem großen Bruder, Interaktion mit dem kleinen Bruder, Kamera nach links, Kamera nach rechts, großer Bruder, kleiner Bruder. Also wie man sehen kann, spielen wir die beiden Brüder wohl gleichzeitig. So viel habe ich schon mal mitbekommen. Gucken wir nochmal kurz in die Einstellungen. Da können vielleicht die Musik mal ein wenig leiser stellen. Und die Soundeffekte genauso. Mache ich aber einfach nur, damit es dann beim Abmischen ein bisschen einfacher wird. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ich habe es auch selber noch gar nicht gespielt, wie man hier sehen kann. Wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Also es soll wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Story haben. Ich will jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Ich habe ein bisschen was drüber gelesen, was mich natürlich dann auch bestärkt hat, das Ganze hier zu spielen. Es ist, wie gesagt, ein Indie-Game, also ein Download-Spiel für die PlayStation 3. Für PS4 gibt es leider noch nicht. Für die Xbox weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Kostet im PSN auf jeden Fall 4,95 €, also unter 5 Euro knapp. Mit PS Plus wird es, glaube ich, sogar auf 4,70 € oder sowas gesetzt. Ja, muss dann jeder selber wissen, ob es sich lohnt. Bin jetzt mal ein bisschen ruhig. Das war wohl irgendwie seine Mama, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich finde es sehr schick, muss ich sagen. Für ein PlayStation 3 Spiel, beziehungsweise PlayStation 3 Indie Spiel, muss man ja immer noch ein bisschen differenzieren. Bisschen schwer zu verstehen, das Ganze. Nai! Da! Ata, Nai! Ata! Ich weiß auch gar nicht, was für eine richtige Sprache die da sprechen, wenn ich ehrlich bin momentan. Dem scheint es zumindest nicht gut zu gehen. Ich schätze mal, dass der andere Junge der Bruder von dem Blonden sein wird. Das könnte vielleicht der Vater sein. Der Mann auf der Liege oder auf dem Karren. Zumindest ist es auch ein deutscher Bildschirmtext, so viel haben wir eigentlich auch im Menü schon hätten herausfinden können. Beide Tasten zum Interagieren gedrückt lassen. Okay. Was sind das, großer Bruder, kleiner Bruder? Ach du Scheiße, ich muss wirklich den kleinen Bruder lenken. Und dann kann man erst, das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ein bisschen heftiger, als ich eigentlich erwartet hätte. So, 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 jetzt nach unten. Okay, jetzt gewöhne ich mich so langsam dran. Passt schon. Weil man muss wirklich jetzt darauf aufpassen, dass man den großen und den kleinen Bruder in die richtigen, so aller Twin-Stick-Shooter mäßig, so ein bisschen koordiniert. Wird auf jeden Fall lustig, denke ich, in der ganzen Geschichte.
Müssen ihn jetzt da wohl nach Hause bringen, schätze ich jetzt einfach mal. Bleiben hier mal möglichst auf der Straße. Der klingt zumindest nicht so gut. Ich denke, das ist jetzt vor allem, um die Steuerung ein bisschen reinzubekommen. Ich weiß gar nicht, ob es Trophys gibt, aber eigentlich müsste ja wie jeder in die Titel Trophys haben. Wir werden es vielleicht, oder definitiv werden das Let's Plays irgendwann sehen. Ich denke, es ist mal eine ganz nette Abwechslung, das Ganze. Oh, jetzt müssen wir die wahrscheinlich ablassen und müssen hier irgendwie... Okay, also linker Stick ist großer Bruder, rechter Stick ist kleiner Bruder. Wie interagieren wir denn da damit? Ah, so, okay. Atta! Da! Atta! Ich glaube, der kleine Bruder kann es nicht schaffen. Dann gucken wir, versuchen wir es mal mit dem Großen. Ah, der Große schafft es. Also gibt es da auch irgendwie Stärkenunterschiede, wenn ich das richtig sehe. So. Warum machst du nichts, kleiner Bruder? Müssen die ja wohl nicht auch noch richtig hinstellen, oder? Okay, die müssen tatsächlich sogar richtig stehen. Ist ja krass. Ist ein bisschen die Frage, wo müssen wir denn hin? Müssen wir da drauf? Euer Speicher? Ne, ich denke nicht, dass wir hier rauf müssen. Ich denke mal... Wir müssen hier runter, schätze ich jetzt einfach. Oh, komm, 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 komm. Nicht ganz so einfach, wie ich schon mal erwähnt hatte. Machst du das auch mal, Kollege? Deswegen bin ich so richtig da. Check ich gerade nicht. Gibt's doch gar nicht, oder? Nee, jetzt muss man vielleicht doch hier irgendwas machen. In der Richtung. Geht irgendwas? Versuchen wir es mal rückwärts. Quasi. Ist ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Wieso komme ich denn nicht da runter? Müssen wir vielleicht da rumlaufen, einfach nur? Weil hier rum geht's ja irgendwie. Kamera. Bin gerade ein bisschen verwirrt, was wir jetzt hier machen sollen, wenn ich ehrlich bin. Ich schätze, dass irgendjemand da nach oben muss oder so von den Kleinen hier, um da irgendwas machen zu können. Okay, und hier, der macht so Räuberleiter, jetzt müssen wir da rauf. Interagieren, schätze ich mal. Okay. Ah, okay. Das ist ja krass, der Scheiß. Irgendwie. Interagieren da damit. Jetzt kann der wahrscheinlich hochklettern. Oh Mann, das ist ganz schön schwierig, muss ich sagen. So, der wird... Ah, die müssen beide da dran. Okay. Ah, jetzt müssen wir müssen erst den Vater da draufstellen. Okay. Wie kommen wir denn hier runter? Wieder hier mit dem Seil, oder was? Okay. Erstmal runter den Vater da draufstellen. Ich hab's verstanden. Du schon mal und du auch. Genau. Und ne, hier rum müssen wir, genau. Das ist ein bisschen schwierig, muss ich. Da müssen wir uns ein bisschen reinfriemeln. Also, müsst ein bisschen Geduld mitbringen, genau wie ich auch. Aber ich find's bisher immer noch sehr schön. Und ja, mal gucken, ob mir das auch auf lange Sicht Spaß macht irgendwo. So, du darfst auch hochklettern, mein Kleiner. So ein bisschen krass, dass man wirklich mit zwei Sticks unterschiedliche Sachen machen muss. Und wenn wir jetzt müssen wir das gleichzeitig in dieselbe Richtung scheinbar. Ah, drehen müssen wir so, okay. Aber man muss dann wirklich unterschiedliche Sachen mit den Knöpfen, mit den Analogsticks machen. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, muss ich echt sagen.
Hätte ich ein bisschen einfacher mir vorgestellt. Während der arme Vater oder was auch immer es eher ganz schön am Husten ist. Schick, schick, schick. Der sieht auch ein bisschen aus. Also richtig was verstanden habe ich jetzt nicht, muss ich zugeben, aber ich glaube, das ist auch der Sinn oder das Ganze, weil wir gucken gerade trotzdem mal in die Hilfe und Optionen, ob es da irgendwie was gibt. Ob wir Grafik, Gamma, Sound hatten wir ja schon. Und das nochmal ein bisschen hoch. So, ne, gibt es also keine andere Möglichkeit, irgendwie was einzustellen. Ich denke, das ist auch ganz normal. So wie ich das jetzt denke, mir die Story ist, dass das wirklich der Vater ist und der wohl krank ist und wir jetzt irgendwie eine Art Medizin sammeln oder suchen müssen, um den wieder gesund zu machen. Und da hat er für uns die Landkarte gegeben, um da irgendwie was erkunden zu können. So ist jetzt meine Vermutung von der ganzen Geschichte. Mal gucken, ob sich das Ganze dann auch. Ah, sagt er, okay. Ah, verstehe ich. Das macht man auf der. Auf dem Klo. So, gucken wir mal. Hier sind wir richtig scheinbar. Ihr da? Ihr da? Tabiana, bisayen, nai, mata, ha? Schwimm, ich schwimm. Falila? Aha. Alles klar, Mann. Wir müssen wohl schwimmen. Taste zum Interagieren gedrückt lassen, kleiner Bruder. Achso, der soll auf unseren Rücken oder sich an uns hängen, während wir schwimmen mit dem großen Bruder. Ich hab verstanden. Frage ist, wo müssen wir hin? Also, es sieht super schön aus, muss ich sagen. Ich ist halt mal ein bisschen was anderes. Ein bisschen ruhiger, nicht so gestresst, alles irgendwie. Finde ich eigentlich ganz, ganz nice bis jetzt. Müssen wir wahrscheinlich hier wieder den. Ah, hier können wir klettern, okay. Wollte schon sagen, müssen wir vielleicht Räuberleiter oder sowas wieder machen. Aber klettern geht natürlich auch. Da geht's jetzt wohl nicht rein. Okay. Ey, es ist so schwer, die beiden gleichzeitig zu steuern, sodass sie wirklich genau das machen, was sie machen müssen. Vor allem, wenn man irgendwie immer, eigentlich ja immer nur mit links läuft und wenn man dann, einen bestimmten Kali laufen lassen will, ist das ein bisschen arg gewöhnungsbedürftig, muss ich ehrlich sagen. Oh, jetzt sind wir, es hat uns hier. Hä? Also irgendwie würde ich sagen, das hat uns nichts gebracht, weil wir jetzt wieder da sind, wo wir angefangen haben. Oh, Kleiner, komm mal mit hier. Wir gucken trotzdem mal, ob es uns irgendetwas gebracht hat. Ah, klopfen können wir. Gucken, ob es was bringt. Klopfen wir mal beide. Macht aber irgendwie nichts. Klopfen wir noch mal. Okay, da können wir also scheinbar nichts machen. Sieht's denn hier aus? Nee. Okay. Sonst so? Nicht wirklich, ne? Oh Mann, das ist so schwierig, die beiden gleichzeitig zu steuern. Das ist der Wahnsinn. Irgendwie kommen wir da gar nicht runter. Okay.
Hier haben wir geklopft, das bringt ja nichts. Können wir da vielleicht irgendwie hochklettern? Ja. Ja. Ah. Okay, wir müssen dann auch richtig stehen, scheinbar. Okay. Oh, sind sie runtergefallen. Die kleinen Idioten hier. Okay, nochmal. Alles klar, ist ein bisschen schwierig. Oh, das ist so kacke, wenn man da wirklich mit zwei verschiedenen Sticks zwei Leute bewegen muss. Man weiß nie, wo man jetzt zuerst hindrücken muss, so dass es wirklich passt. Bestens ist es vielleicht echt, sich erstmal einen hinzubewegen, so wie es sein muss. Und dann den, und dann den zweiten. Okay. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber es ist eigentlich ganz cool vom System her. Ich denke, dass das vielleicht auch ein bisschen Eingewöhnung noch ist. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall in die Stadt reingekommen, wo wir hin wollten. Obwohl der die Tür zugemacht hatte. Okay, L1 oder R2 gedrückt lassen, um die Kamera zu rotieren. R1 ist wohl gemeint, nicht R2. Oh, da können wir uns mit dazusetzen, ist ja cool. Speichert er auch. Wenn wir das wollen, ist noch nie. Also was bringt uns das, ist die Frage. Okay. Gehst du auch mal da hoch? Guck mal, was wir hier finden. Machst du da? Das ist ja cool. Spiel ich ein bisschen mit der Vogelscheuche. Okay. Der bringt leider nichts. Wie geht's denn weiter? Hier wahrscheinlich klettern, schätze ich mal. Okay. Falsch, falsch, falsch. Ich hieß mal den falschen Steuermann, das ist so geil. Okay, gehen wir erstmal mit dem. Ah, jetzt gehen beide hoch, okay. Passt ja. Gut. Aber ich muss hier nicht irgendwie noch balancieren oder so. Das wär's ja. Ich krieg ja nicht mal gerade das Laufen hin. Okay, ihr seid da. Was ist hier los? Das Tor ist offen. Ach du Arsch. Wer sich freut, weil er jedes Mal uns den Weg hier versperrt. Okay, der eine ist jetzt durchgekommen. Der Kleine. Müssen wir jetzt hier drehen. Oh, das ist ja cool. Lassen wir den einen Hund los. Das ist ja geil. Aber ich denke, das ist halt echt so ein Spiel, wo man sich ein bisschen drauf einlassen muss, damit das Spaß macht. Und vor allem auf die ganze Story und Geschichte wohl auch ein bisschen einlässt. Das habe ich aber ja anfangs auch schon erwähnt. Der ist wohl jetzt beschäftigt. Da brauchen wir nicht rum, oder? Müssen wir doch hier rum. Ne, da ist zu. Versuche ein bisschen so gleichzeitig auf einen Nenner zu haben die ganze Zeit, aber das ist nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Manchmal mal mit dem Großen gerade ein bisschen, dass der Kleine hinterhergelaufen kommt. So. Guck, was macht der denn da? Mebuda? Mebuda? Und Katzi! Okay, du starrst schon wieder runter, keine Angst. Kleines Katzi. Ja, dann komm du auch mal mit hier. Was ist denn hier so los? Können wir uns wieder draufsetzen? Also man gibt dann haufenweise Interaktionsmöglichkeiten. Auch die Sachen, die halt nichts mit der Story so wirklich zu tun haben. Dass man sich wirklich erstmal ein bisschen durchfriemeln muss. Haben wir hier. Sehr schön. Ja. Was wollen wir denn hier machen, Mensch? Hey, Okay, den müssen wir wecken, scheinbar. Wir sollen mal die Brücke runterlassen.
wohl nicht so richtig was gebracht. Guck mal, was der Klunz der Kleine macht. Ah, oh, der Kleine macht Wasser, da wird er wohl wach. Hat das jetzt was gebracht oder nicht so? Guck mal, ob der Große jetzt was machen kann. Ah! Okay, der lässt die Brücke runter. Sehr schön. So. Schau, Mama. Da geht's, glaube ich, auch hoch, oder? Gucken wir mal. Klopfen können wir da. Gucken wir mal, was passiert. Gucken wir, was denn der Kleine klopft. Nö, auch nicht. Alles klar. Hätte ja sein können. Lass mal ein bisschen hier die Kamera rotieren. So, was hast denn du dazu sagen? Diana? Oh, wir helfen beim Fegen. Es hat so viel Charme, das ist echt schön. Das ist echt mal eine willkommene Abwechslung für mich, muss ich sagen. Was das triste Spieleleben so ein bisschen angeht. Da! Okay, ich glaube, wir haben mit der gespielt und das fand die toll. Auch wenn ich ihr ihre Sachen weggenommen habe und weggeworfen habe eigentlich. Aber gut. Ja, immer unterschiedliche Arten von Spielen und wie man das interpretieren kann. Hunde wollen ja auch immer nur spielen. Was gibt's hier so? Der Brunnen hier vielleicht. Können wir da irgendwas machen? Nö, sieht nicht so aus. Vielleicht kann der Kleine was. Wie er reinrotzt. Alter Schwede. Eiskalt. Was du sozusagen hier, Aubergine? Der Kleine ist viel besser als der Große. Oh Mann. Der Große ist immer irgendwie der freundliche Part. Und der Kleine macht immer nur Quatsch. Ah, jetzt speichert er. Das muss man wahrscheinlich machen dann. Den Kleinen mal klopfen. Ne, tut sich auch nichts. Hier haben wir aber irgendwas zu erledigen. Ah, das können wir aufschieben, okay. Ist ja cool. Ja, dann würde ich aber sagen, machen wir mal einen Cut an der Stelle für die erste Episode. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bin gespannt, wie die Geschichte der zwei Brüder weitergeht. Und wir hoffen, euch macht es auch Spaß. Ich hoffe, ihr lasst euch da so ein bisschen drauf ein. Ist halt doch ein bisschen was Langsameres, ein bisschen storylastig. Ein bisschen, ja, was mit Gefühlen, sag ich mal. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.